Heute zeigen wir Ihnen, wie man mit der Dr. Oetker Backmischung Schoko-Wiener Art eine köstlich-fruchtige Bärchentorte zubereitet. Die Backmischung mit Butter, Eiern und Wasser in eine Rührschüssel geben und mit dem Handmixer zu einem Teig verrühren. Die in der Packung enthaltene Schokolade lösen Sie in der Mikrowelle auf und rühren zum Schluss unter die Masse. Den Teig in eine am Boden mit Backpapier ausgelegte Springform füllen und glatt streichen. Die Springform auf einen Kuchenrost in die untere Hälfte des vorgeheizten Backrohres schieben und bei 180 Grad ca. 35 Minuten backen. Für die Füllung Schlagobers mit Staubzucker, Dr. Oetker Bourbon Vanillezucker und Dr. Oetker Sahne steif aufschlagen. Wenn Sie die Sahne zu 3/4 geschlagen haben, dann setzen Sie das Sahnesteif zu, so erreichen Sie die bestmögliche Lösung mit Sahnesteif. Die ausgekühlte Torte einmal durchschneiden. Die Hälfte der Füllung auf den Tortenboden streichen, die Hälfte der Himbeeren darauf verteilen und leicht in die Füllung drücken. Den Tortenoberteil darauflegen und gleichmäßig andrücken. Oberfläche und Rand der Torte mit der übrigen Füllung bestreichen. Mit den restlichen Himbeeren die Oberfläche dekorieren und den Rand mit Schokoblättchen bestreuen. Die Torte bis zum Verzehr kalt stellen. Weitere Rezeptvarianten für die Dr. Oetker Backmischungen finden Sie in unserer Rezeptdatenbank auf www.oetker.at.